Willkommen Leute zu Let's Play. Let's Play. Let's Play. Was Let's Playen wir denn? Ja, gute Frage. Ja, willkommen. Hier ist euer Hedi und wir machen ein kleines Zwischenprojekt. Ja, was? Also ihr seht hier gerade meinen Desktop. Ich habe das hier als Desktop-Hintergrund gemacht. Wahahaha. Wir machen ein kurzes Zwischenprojekt und zwar ein sehr altes Spiel, was für einen, der es schon mal gespielt hat, nicht so lange dauern wird. Also ich werde es jetzt am Stück durchspielen, was mich circa 1,5 Stunden bis 2 Stunden meines Lebens kosten wird. Und ich finde, es ist ein sehr geniales Spiel, aber das werdet ihr ja selbst sehen. Und ich glaube, ihr würdet jetzt gerne wissen, was für ein Spiel sein wird. Und es ist dieses hier. Spy Fox in Operation Robohund. Wer kennt es? Wer kennt es nicht? Bitte schreibt's mir in den Comments. Mich interessiert es rasend, wer dieses Spiel kennt und wer es nicht kennt. Es interessiert mich rasend. Eure Meinung zu diesem Spiel. Echt, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass es eine Vielzahl von euch kennt. Das Spiel ist aus dem Jahr 2000. Und ich finde es einfach nur genial. Ich habe das als Kind geliebt. Das war eins der ersten Computerspiele, die ich überhaupt spielen durfte und gespielt habe und überhaupt. Supergeil, Spy Fox Operation Robohund. Ich werde es jetzt spielen. Ich habe seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. Ja, seit, nein, mehr als 2 Jahre. Ich habe es 3, 4, 5 Jahre nicht mehr gespielt. So, und jetzt folgt, glaube ich, erstmal ein langes Intro. Deswegen verabschiede ich mich mal hier und wir gehen auf Spielen. Und ich muss mal eben. So. Irgendwo in den Alpen. So, so. Sie sind also Agentin Grazia von unserer kanadischen Zweigstelle? Keine Namen, bitte. Ich reise doch inkognito. Falsch. Sie reisen gerade mit mir durch die Alpen. Was haben Sie denn da? Etwas sehr Wichtiges aus einer Stinkomülltonne. Natürlich ist es stinkig, wenn es aus einer Mülltonne kommt. Sie brauchen ein Hobby. Nein, Sie verstehen nicht. Stinko wie super fiese, total intelligenzlose, nichtsnützige und kriminelle Organisation. Aber natürlich. Unsere bösen Gegenspieler. Spy Fox, Sie müssen diese Mülltüte ins Hauptquartier bringen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich denke, ich würde diese Mülltüte ins Hauptquartier bringen. Oh, und hier ist noch ein Gerät von Professor Quack. Könnte nützlich sein. Was ist das? Instant Shear. In dieser kleinen Pille steckt ein paar Shear. Sie brauchen nur Wasser dazu zu geben. Aber was in aller Welt soll ich mit Shear? Das hier ist kein Urlaub. Ich bin im Dienst. Möglicherweise brauchen Sie sie, um diesen Bösewichtern zu entkommen. Viel Glück, Spy Fox. Vier Schweine. Stinkoschweine. Oder Bösewichter? Habt ihr Wasser? Ja, das Spiel, hat tausende von schlechten Wortwitzen drauf, ja. Vor allen Dingen, weil von Himmel ein Schneemobil geflogen kommt. Aber in diesem Spiel ist alles möglich, Leute. So. Ich darf hier nicht lange bleiben. Ist zwar ein nettes Hütchen zum Urlaub machen, aber ich muss diese Tüte so schnell wie möglich ins Hauptquartier bringen. So. Ja, da sehen wir schon unser Menü. Ja, hier unten, also hier, jetzt haben wir die Maus und können mit der Maus alles Mögliche erkunden. Hier sehen wir die Items, die wir besitzen. Hier bewahre ich all meine Spiongeräte auf. Hier bewahre ich meine Notizen auf. Mit Hilfe der Sprechblasen auf Schieren könnte ich diesen Dicknasen locker ein Schnippchen schlagen. Genau. Auf Schieren könnte er heraus, kann er aber nicht. Das ist unsere Spionuhr. Mobile Einsatzzentrale. Spaß. Speichern. Beenden. Laden. Gut, da muss ich das gar nicht erst erklären. Also, Spaß werde ich euch später zeigen. Und den Rest brauchen wir auch erstmal nicht. Man kann ziemlich viel anklicken. Schaut euch das mal an. Also man kann in diesem Spiel echt viele lustige Sachen machen, indem man eigentlich nichts macht. Also,
theoretisch kann man echt nur erkunden hier, aber das werde ich natürlich jetzt nicht tun. Obwohl ich gerade richtig Spaß damit habe. Nein, egal, lassen wir das. Okay, fangen wir an. Und zwar tue Wasser, tue das ins Wasser, ja. Machen wir das doch gleich mal. Wasser, tu dein Ding. Und da sind Skier raus. Die Instant-Skier sind jetzt aufgegangen. Ja, dann mal raus. Damit kann nichts mehr schief gehen. Jetzt wird gebrettert. Wo soll's jetzt lang gehen? Ja, den gefährlichen Weg natürlich. Welcher Weg ist der beste? Oh, wo lang gehen wir? Durch die Höhle. Ein Yeti, der bellt, auch gut. Und es fällt runter, das arme Schwein. Haben Sie mich schon vermisst, Chef? Ich vermute, Sie haben die Mülltüte schon durchsucht. Was haben Sie gefunden? Ein Modellbausatz im Maßstab 1 zu 1000 für einen bösen Roboter. Auf der Schachtel steht, weitere Teile benötigt. Das wäre ein guter Titel für eins meiner Abenteuer. Auf dem Adressfeld steht, an Kakerlake, Chateau Kakerlake. Expo. In der Schachtel liegt noch ein Bauplan. Nehmen Sie ihn lieber mit, Spy Fox. Wow, endlich mal wieder was zu lesen. Falls Stinko tatsächlich dahinter steckt, haben wir mit dem Schlimmsten zu rechnen. Nehmen Sie sich diese Expo mal unter die Lupe. Monkey Penny und Quark warten in der mobilen Einsatzzentrale auf Ihren Einsatz. Bin schon unterwegs, Chef. Spy Fox, alles okay? Durchgeschüttelt, aber nicht gerührt, Monkey Penny. Sieht aus, als ob wir eine Menge Arbeit bekommen. Ja, ich glaube, Stinko plant irgendetwas Großes, Monkey Penny. Und Sie, ich und Professor Quack müssen der Sache auf den Grund gehen. Tja, vielleicht doch nur Sie und ich, Monkey Penny. Ich habe den Bauplan aus dem Stinko-Müllbeutel mitgebracht. Aber natürlich, alle Müllbeutel sind stinkig, Spy Fox. Nein, Monkey Penny, nicht stinkig, sondern Stinko. Die superfiese, total intelligenzlose, nichtsnützige und kriminelle Organisation. Unsere fiesen Gegenspieler. Am besten, Sie lassen den Bauplan hier bei mir. Dann können Sie jederzeit einen Blick drauf werfen, wenn Sie bei uns in der mobilen Einsatzzentrale sind. Und Sie wissen ja, mit Ihrer Spionuhr können Sie mich jederzeit anrufen. Denken Sie an unseren Spiongerätautomaten, Spy Fox. Darin sind viele neue Geräte, die Sie ausprobieren können. Ich bin sicher, dass Sie dort allerfeinstes Spiongerät finden. Besten Dank. Na gut, fangen wir also an. Zuerst werde ich diesem Herrn Kakerlake im Chateau Kakerlake einen Besuch erstatten. So, und damit können wir wieder steuern und irgendwelche Sachen anklicken. Abenteuer mal, aha. Was können wir noch so anklicken? Naja, okay, ich werde jetzt nie, keine Sorge, ich werde nicht auf jeder Map jetzt irgendwelche Sachen suchen, die ich anklicken kann. Nur, damit ich euch das zeigen kann hier, was man alles so machen kann. Das ist die Bauleitung für ein Robohund-Modell aus der Stinko-Spielzeugfabrik. Ja. Gut, ich mache hier einen kurzen Schritt, damit ich weiß, ob der Sound in Ordnung ist und überhaupt. Es geht sofort weiter. Bis gleich, euer Hedi.